Seit ungefähr 2 Jahren sorgen die Netbooks, die kleinen Mini-Notebooks, für Furore im PC-Markt. Auch in diesem Jahr werden auf der CeBIT wieder eine Reihe neuer Rechner gezeigt, unter anderem auch von der Firma MSI. Bei mir ist Herr Sascha Faber. Herr Faber, wie beurteilen Sie momentan die aktuellen Trends im Bereich Netbooks? Was sind die aktuellen Entwicklungen? Wo geht der Markt momentan hin? Zu den Netbooks ist zu sagen, dass es jetzt inzwischen ein Massenmarkt ist, der seinen festen Anteil an kompletten Notebook-Verkauf in Deutschland hat. Es sind Geräte, die sich an die breite Masse richten, das heißt auch an Anwender, wo vielleicht die Specs weniger entscheidend sind als Design. Insofern sind die Trends auch bei den Netbooks hin zu immer schickeren Design, immer kompakteren Formfaktoren, aber natürlich mit hoher Leistung, langer Akkulaufzeit und sehr ergonomischer Bedienung. Herr Faber, Sie haben uns 2 Geräte hier mitgebracht. Können Sie kurz erklären, was das Besondere an diesen Geräten ist und zu den Details? Technisch gesehen, das Neue an unserem Produkt ist Innere. Die Plattform ist die neue Intel Pine Trail Plattform, also der neue Intel Atom Prozessor mit längerer Akkulaufzeit, mit höherer Leistung. Ansonsten haben wir am Design gearbeitet. Wir haben ein neues Tastaturlayout integriert, Chiclet Keyboard, einfacher zu bedienen, sieht schicker aus. Haben am Oberflächenfinish gearbeitet, dass das Ganze schick aussieht. Und haben hier zum Beispiel mit unserem U160 unser bisher dünnstes Netbook parat, kaum dicker als ein Finger, trotzdem Akkulaufzeit von 9 bis zu 10 Stunden. Also ein ganz, ganz schickes Gerät. Vielen Dank, Herr Faber. Im Netbook-Bereich hat es gerade in den vergangenen Monaten eine ganze Anzahl technischer Neuerungen gegeben. Ich erinnere nur an die neue Prozessorgeneration von Intel oder das neue Betriebssystem Windows 7. Bei mir ist Herr Wissing von Asus. Herr Wissing, wie haben sich diese technischen Neuerungen auf den gesamten Netbook-Markt aus Ihrer Sicht ausgewirkt? Nun, richtig, wir haben jetzt mit dem Intel PineView-Prozessor einen neuen Prozessor, der leistungsfähiger ist, der auch energiesparender ist. Das heißt, die Akkulaufzeiten oder dieser Prozessor ermöglicht mir längere Akkulaufzeiten. Das heißt, der User ist letztlich länger unabhängig vom Netz. Auf der anderen Seite werden natürlich auch die Akkus selber weiterentwickelt und mit unseren Produkten erreichen wir bislang oder aktuell Akkulaufzeiten von bis zu 11 Stunden. Und damit bin ich wirklich den ganzen Tag mobil unterwegs und das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache. Darüber hinaus, das neue Betriebssystem Windows 7 bietet natürlich zahlreiche Vorteile für den Anwender. Und auf der anderen Seite muss ich auch feststellen, dass ich über diese neuen Prozessoren und über das neue Betriebssystem inzwischen auch eine weitere oder eine größere Gerätevielfalt am Markt sehe. Denn nach wie vor sind alte Prozessoren erhältlich, die ja weiß Gott auch nicht schlecht waren, muss man natürlich auch festhalten. Und auch Windows XP wird nach wie vor ja noch unterstützt. Und das bedeutet, dass ich wirklich sehr preisgünstige Geräte finde, die entsprechend noch mit in Anführungszeichen alter Technologie, alter Software ausgestattet sind. Und auf der anderen Seite neue Geräte mit aktuellster Technologie, im aktuellsten Design, die dann für den User sicherlich am interessantesten sind, der immer up-to-date sein möchte. Herr Wissing, gerade zu den Anfangszeiten der Netbooks hat Linux eine relativ große Rolle gespielt. Mittlerweile sieht man nur noch relativ wenige Geräte mit dem Open-Source-System. Welche Rolle wird Linux in der weiteren Asus-Strategie in Sachen Netbooks spielen? Nach wie vor spielt das natürlich auch noch eine Rolle für uns. Ich meine, wir haben angefangen mit Linux und den ersten EPC mit dem Betriebssystem gestartet. Und im Grunde genommen seit Ende letzten Jahres gibt es eigentlich kein Modell mehr von uns mit einer reinen Linux-Variante. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir irgendwie davon ab sind, gar keine Frage. Wir sind weiterhin fokussiert auch darauf. Wir bringen jetzt mit dem 1005P unsere ersten Geräte wieder, die eine sozusagen Dual Boot ermöglichen. Mit unserem Express Gate kann ich von vornherein auswählen, ob ich in den Windows Mode gehe oder ob ich für, um nur mal eben zu surfen, nur eine Linux-Applikation starte. Und generell sind wir natürlich auch weiter dran und schauen, und ich bin davon überzeugt, dass wir auch im EPC-Bereich in naher Zukunft noch weitere Lösungen in der Richtung finden werden.
Gerade bei den Netbooks war das Design auch immer ein wichtiger Faktor. Was hat Asus unter diesem Aspekt momentan in Arbeit und was sind so die entscheidenden Faktoren in Sachen Design, auf die Sie bei Ihren Geräten momentan und auch in Zukunft Wert legen werden? Aus unserer Sicht sind die Produkte nicht einfach nur technische Geräte oder Gimmicks, sondern sind Lifestyle-Produkte. Sind Produkte, die ich unter dem Arm mit mir herumnehme und möchte damit natürlich auch irgendwo ja, eine gewisse Individualität ausdrücken. Es sind Accessoires, nicht nur technische Produkte. Und dem Trend haben wir im Grunde genommen schon vor über einem Jahr Rechnung getragen. Das erste Designgerät, wenn man so will, war unser S101, der eine besondere Optik hatte. Und seit Mitte letzten Jahres haben wir im Grunde genommen unserer gesamten EPC-Familie ein neues Design gegeben, das sogenannte Seashell-Design, was einer Muschelform nachempfunden ist. Und gerade jetzt gehen wir einen weiteren Schritt, indem wir gesagt haben, okay, wie kann man das Ganze noch verbessern? Und manchmal reicht unser sicherlich gutes F&E, unsere gute F&E-Abteilung nicht aus, da holt man sich auch von außen Hilfe und Inspiration. Und wir haben da mit dem Designer Karim Rashid zusammengearbeitet, der seine Vision unseres EPC 1008, unseres Seashell EPC, verwirklicht hat. Und diese Vision ist tatsächlich auch marktreif geworden. Und die können wir jetzt heute wirklich auch sehen und auch schon kaufen. Vielen Dank. Sehr gerne.